Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Advanced Warfare. Wir hatten gerade einen kleinen Absturz auch noch, nachdem ich die Aufnahme in der letzten Folge beendet hatte. Und Gott sei Dank hat er sich wieder hier genau geladen, wo wir waren. Und wir können jetzt hier genau weitermachen. Warum schießt du den denn nicht an? Mein Gott! Ich räume jetzt mal auf hier. Ich will eine andere Waffe haben. Irgendwie ist diese Waffe hier nicht ganz so toll. Mal die Waffe hier. Danke. Wow, wer schießt denn hier so hin? Oh. Der da oben. Ah, die da oben. Das ist okay. Alles muss man selber machen hier, wenn man überleben will. Schön, schön alle abschießen. Waffenauswahl ist ja hier großartig. Aua. Danke. Geht's da rein? Okay, machen wir. Los, Gideon, renn vor. Wir sind da. Darüber. Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Alles klar. Mitchell, drück den Knopf. Welchen Knopf? Den hier? Ich drück den Knopf. Drück auf den Knopf. Hab ich doch schon. Ein Schutz an der Tür. Verstanden. Oh, sehr nett. Mitch, nimm deine Angriffsdrohne. Wie meine Angriffsdrohne, wie das denn? End, okay. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen! Was? Obere Stege, los! Ich verstehe kein Wort! Weiter, wir haben es fast geschafft! Was ist denn hier los, ey? Meine Güte, dass ich eine Angriffsdrohne dabei habe. Ich räume auf mit meiner Drohne, kein Problem. Wir sind fast da! Und alles aufgeräumt? Sieht gut aus, oder? Da ist noch mehr. Noch zwei Bedrohungen, wo denn? Okay, F, verlassen wir mal die Drohne. Und dann auch mal darüber, wa? Klingt hier so, als würde gleich alles in die Luft fliegen. Ich bin da, hallo. Weiter geht's, komm. Kontrollraum direkt voraus. Da ja. Ist er! Mach Tür auf. Wow, 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 wow. Shit. Alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Oh, macht nichts. Alles ist gut. So, was machen wir jetzt hier? Diese Konsole ist noch aktiv. Ein Klingel muss ja hochgestanden. Los an die Konsole. Die andere Seite oder was? Ah, oh, geht nochmal aus dem Weg. Yep. F. F ist immer gut. Ich bin ja der Hacker. Ich hacke alles. Prophet, seht ihr das? Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Na super. Was? Gerade war's noch stabil. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße! Aber ich. Verstanden! Bravo! Status ist kritisch! Weg hier! Na dann hauen wir ab. Wo bleibt ihr denn? Ach, die gehen da hinten raus.
man natürlich wissen, ne? Ja, wir rennen ja schon raus. Keine Feinde mehr hier? Da geht's raus. Bewegung, los! Wow, hier sprüht alles raus hier, schneller! Was hat dein Geigerzähler? Alles in Ordnung, einfach weiterschießen! Prophet, das sind KVA-Helis an den Nordturm! Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. Break, 2-3, fordere sofortige Evakuierung an! Die hauen nicht mehr ab. Ich schieße sie alle noch ab hier. Alle Männer da raus. Ihr habt es gehört. Bewegung. Verdammter Mist. Was war das? Druckexplosion. Hier fliegt alles in die Luft. Fliegt alles in die Luft, ist ja lustig, ne? Bravo, jetzt Raid 2-3. Das ist ein Geschenk des Himmels, 2-3. Weiter, wo müssen wir hin? Aua, wo müssen wir hin? Da rüber. Wow, was ist hier los? Immer weiter! Der hier die haut ab, okay. Er stürzt ein! Ich kann mich nicht so wirklich bewegen. Ja, was soll ich machen? Ich bin, glaube ich, auch verwundet, ne? Ich liege hier auf dem Boden. Alle Einheiten, da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet, Atlas-Team evakuiert! Bereich ist kompromittiert! Wo bleibt die verdammte Luft unter? Mitchell, komm schon! An Bord, los! Ja, wieder, ich kann nichts machen gerade. Aber Ziel ist erfüllt. Wenigstens haben wir das Ziel erfüllt. Und damit ist diese Herausforderung auch vollständig beendet und ja, es ist super, ne? Es ist super gelaufen oder auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Verbesserungspunkte machen können. Was haben wir eigentlich? Abschüsse 300 von, ne, 78. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, ne? Kernspaltung ist auf jeden Fall beendet. Wir machen nochmal die Verbesserungen und gucken mal, was wir noch machen können. Wir haben 4 Punkte. Schreckhaftigkeit, ne. Schnelles Ziehen, Nachladen können wir noch ein bisschen verbessern, bitte. Nachladen, verbessern ist immer gut. Ja, ich möchte das wirklich verbessern. Enter drücken. Okay, Nachladen verbessert. Batterie, damit wir ein bisschen mehr Strom haben, ist auch immer gut. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig und den setzen wir am besten in Taktik ein. Was macht Taktik? Erhöhte Kapazität für taktische Granaten. Ne, das brauchen wir nicht wirklich. Nein. Wir haben hier oben Erkennung. Aktiviert Granatenerkennung. Ja, kann man gebrauchen, muss man aber nicht machen. Rückstoß, reduziert Rückstoß um 10%. Alles klar. So, das machen wir. Und dann geht's einfach weiter in die nächste, nächste Mission. Schaffen wir das noch? Ich weiß nicht. Wir können ja einfach mal gucken, was als nächstes kommt. Also, nächste Mission, Enter. Das Video können wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen hier. Eine Eilmeldung. Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Zeugenberichten, sie hätten Gewehrschüsse gehört, gefolgt von einer Explosion. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung.
Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Ein Atlas-Werbefilm, sehr schön. Und mit diesem Atlas-Werbefilm verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, da ist mir gerade aufgefallen, dass die Aufnahme natürlich noch ein bisschen kurz ist und wir noch 5 Minuten haben, die wir natürlich noch dranhängen können. Und dann machen wir einfach schon mal mit Nachwirkungen weiter. Das ist nämlich die nächste Mission. Ja, und da gehen wir jetzt rein. Nochmal 5 Minuten sollte noch machbar sein. Sonst ist die Folge ja zu kurz. Wäre ja auch doof, ne? Also noch ein bisschen Videomaterial. Willkommen in Detroit! Jo. 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter. 4 Jahre später sind wir jetzt, okay. Alles klar. Schön langsam. Du siehst ja scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Logisch, warum sollten wir Pause machen? Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Na, brillant, weiß ich ja nicht, ne? Ich kann nicht viel machen, außer hinterher zu laufen. Ich kann nicht zielen, ich kann die Waffe nicht anders halten, nix ist. Ich muss einfach nur folgen, steht ja auch dran. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Aber guck mal, er rennt automatisch, wenn ich ein bisschen zurückbleibe und mir so angucke, was hier so gezeigt wird, ne? Dann fängt er beim Mann zu rennen, bis er den wieder einholt. Ach, der wartet sogar noch, das ist ja unglaublich. Ich kann sich also alles in Ruhe angucken. Moment, die bleiben gleich irgendwann stehen. Pass auf, automatisch, oder? Geht doch nicht, es war nur Zufall. Aber wenn ich jetzt hinterher gehe, geht er ein bisschen schneller. Siehst du das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja, jetzt haben sie doch auf mich gewartet. Geht mal weiter hier. Alles cool und easy. Alles easy und kikisi. Oder so ähnlich. Hallo? Na, Kollege, ich will deine Sonnenbrille haben. Sieht cool aus. Sie ist scharf. Was ist hier los? Moment, Captain. Nee. Hinten auch bitte zumachen. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Isotope scannen. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen. Lass mich durch, ich muss da was benutzen. Um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Wie die mich einfach nicht vorbeilassen, ne? Wenn die einfach nebeneinander hergehen und mich nicht durchlassen. Gideon. Ja, geht doch. Fertig? Ja, ich bin fertig. Die Bikes stehen bereit. Jo. Das Zeitlimit ist eingegeben. Gut. In Ordnung. Aufsteigen. Yay. Hoover-Motorräder. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Ach, schade. Ich wollte jetzt fliegen, nicht Autopilot. Oh, langweilig. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Dr. Pierre Danois. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen. Wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Verstanden. Bravo Ende. Bravo Ende. Oh, die sind ein bisschen gepanzert, ne? Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. 4 Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Okay, alles in Ordnung. Aufmachen. Naja, solange die bei uns auf der Seite sind, habe ich mal keine Angst vor denen, obwohl die schon sehr einschüchternd aussahen. Wachsam bleiben. Hoverbikes, echt schön. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht viel geändert, doch so ein bisschen schon, ne? Haben wir hier lang, ey? Kann man nicht ordentliche Wege nehmen?
Nein, durch irgendwelche Parkhäuser. Direkt vor uns, 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Und absteigen. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ihr zwei die südliche. So, wo wir jetzt wieder kämpfen können, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.